passende Uhrzeiten. Ja, und was ist, wenn wir passende Uhrzeiten haben? Was dann? Wir können ja nichts anklicken oder so. Wir können ja nichts machen, selbst wenn wir zwei Uhren mit passenden Uhrzeiten finden. Wir suchen bei den Uhren im ganzen Haus, die so rumstehen. Ja, und dann? Vielleicht kannst du was machen. Ich kann ja nicht mit denen interagieren, ich kann sie mir nur angucken. Selbst wenn ich welche mit gleichen Uhrzeiten finde. Ich kann ja nichts machen. Am Dachboden eine Uhr. Ja, da war auch eine Uhr. Wo ich weiß, glaube ich, so in etwa, wo alle Uhren sind. Hinten bei dem, die rote Uhr, die so horrormäßig aussieht, als wäre es ein Kapuzenmann. Die hier. Vorne am Eingang. Aber lustigerweise kommt die Tante Trude, die kommt aber jetzt auch überall, wo eine Uhr ist, ne? Also ist klar, aber. So, und hier zum Beispiel haben wir eine ganz andere Uhrzeit. Hier steht wieder eine 2. Wieder was ganz anderes. Aber auch hier, ich kann halt nichts machen. Ich muss halt. Warte mal, können wir nicht mit dem. Ne, den Ring müssen wir da drauf tun. Aber nichts, um damit zu interagieren. That's my problem. Notieren wir nicht die Uhrzeit von denen, die stehen geblieben ist, sondern von den Uhren, die da rum sind. Die gehen. Ja, aber die Uhrzeit ändert sich ja die ganze Zeit von den anderen. Die zählen richtig mit. Da ändern sich auch die Stunden. Was soll ich denn aufschreiben? Da habe ich ja ein A4-Blatt voll mit Zahlen. Jedes Mal erschrecke ich von diesem behinderten Helikopter. Ihr wisst, was ich meine. Ist lustig, ne? Ist das eigentlich dasselbe Haus wie von Visage? Hier ging es in diesen Flur rein. Hier ging es in diesen Flur rein. Hier war das Wohnzimmer. Nur ein bisschen abgeändert. Hub-Hub-Schraube-Einsatz. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen sollen. Meine Fresse. Diese 0815 Jumpscares. Was will ich denn da unten? Ich brauche ein Tool. Vorher können wir doch da unten nichts machen. Ich brauche doch irgendeinen Gegenstand, den wir noch woanders finden müssen. Den man anscheinend schon haben sollte. Oh, okay, ich gehe halt wieder darunter. Ich notiere doch jetzt nicht die richtigen Uhren. Die bewegen sich mit. Oder nicht? Die Uhr oben an der Tür, die hat sich ja auch immer bewegt. Die stand immer anders. Stand eigentlich immer anders. Die bewegen sich auch nicht immer. Ich meine, notieren können wir es uns ja. 2. Kurz nach 2.
Ja, wieder 4, dasselbe wie da. 4. Stimmt überein. So, hier haben wir 6. Da haben wir 5. So, was machen wir jetzt damit? Ist das der Code für die pochende Tür oder was? Was machen wir jetzt mit der Info? Gucken wir mal ganz kurz hier im Regal nach. Mann. Nein, da ist nichts. Was machen wir jetzt mit der Info? Die ganze Zeit diese blöde. Ja, die kommt jetzt anscheinend die ganze Zeit, ne? Ah, wartet mal. Ich glaube ich... Oder? Ich glaube ich hab's. Die olle Tanztrude kommt sowieso gleich nochmal, oder? Haben wir jetzt 2, 4, 6, 5? Nein. 2. Hier. 6, 5. Ja, warte mal her. Oder muss ich 2? 4. Sechs. Als ob das Sinn machen würde, weil die alte immer bei den Uhren ist. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gibt es eine Uhr, wo der Zeiger auf 10 steht? Hier und dann? Also wir haben nicht eine einzige notiert mit 10. Nicht eine. Ja, wir hatten einen Zettel gefunden mit einer Notiz. Ja doch, unten bei der Uhr. Bei der Uhr, in dem Uhrraum, gibt es auch exakt diesen selben Block mit der Notiz drauf. 9 links und dann 11. Punkt, 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 Punkt. 9 links, 11, Punkt, 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 Punkt. Und die im Haus hast du nicht notiert. Und das ist doch hier so tresortechnisch, oder nicht? Die im Haus hast du nicht notiert. Ja, was soll ich da notieren?
Halt, ne. Hab ich ja, da habe ich eine A4-Seite voll mit. Ach. Spiel. Kann die auch alle notieren, klar. Notiere einfach jetzt ganz viele. Ich habe gleich einen ganzen Zettel voll mit Zahlen. Sonderheit. 9 links. Sonderheit. 9 links, 11 Punkt, Punkt, Punkt. Aber vielleicht kommt da noch was, ne? Das ist noch vielleicht 10. If you need the combination. Oder wir brauchen halt irgendwo noch so eine Kombination. Habe ich hier jemals reingeguckt? Hier jemals reingeguckt? Lügner! Joseph Abraham Lexter. Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und kontaktiere geliebte verstorbene Menschen in der Geisterwelt. Weg, was Wegweisung, Deutung, Führung und Weissagung via Tarot und Währung. Oh nein, oder? 212? Was wähle? 212? Ne, das kann ja nicht sein, oder? Das kann nicht sein, oder? 212, 56, 544, 70. Warum sollte der auch seinen Tresor anhand von einer Telefonnummer machen? Also ist ja auch keine Telefonnummer, mal davon abgesehen. Oder ist das 2.12 Uhr? 5.06 Uhr? 8.04 Uhr? Aber keine Ahnung, also langsam werden die Rätsel echt belassen, ne? Weiß ich nicht. Schnucki, such mir die Hardcore-Dinger aus. Vor allem sind die Rätsel ja auch noch einfach. Bedenkt, wir spielen auf normal. Da sind die Rätsel nicht so schwer. So, haben wir hier noch einen Fernseher. Langsam wird es langweilig hier mit der Alten. Wir wissen doch, dass sie kommen. Was war das hier? Hier war doch aber auch noch, guck mal hier, das gab's auch noch. Das Ding gab's auch noch. Keine Ahnung, was uns da sagen soll. Ich meine, wir können auch noch mal gucken, ob wir im Keller was finden. Vielleicht geht ja ganz unten die Tür wieder auf. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir müssen ja irgendwo, vor allem haben wir ja noch Gegenstände, wie das hier zum Beispiel. Irgendeine Beschwere oder sowas, mit dem wir... Ich weiß es nicht. Den ersten Raum, wir haben das da. Was war... So, sind wir nochmal hier unten im Basement. Liegt hier irgendwas Neues im Basement. Crowbars im Basement. Hier ist leider gar nichts. Ja. Hier ist halt leider gar nichts, ne? Heilige Mutter der Tarotkarten, Alter. Kommt sie gleich wieder? Power! Ich war noch nie so ratlos wie jetzt gerade in dem Spiel. Lohnt sich es nochmal zurückzugehen?
5. Weiß ich nicht, ob wir das notieren müssen. Hallo. So nice having both houses connected. We were able to have breakfast with Grandpa every morning. Ich gucke jetzt nochmal hier alle Schränke durch. Warte mal. Hier hatten wir ja noch was gefunden gehabt. Die Uhrzeiten von denen, die liefen. Ja, das kann ja sein. Dann 6, 5. Das, aber das bringt uns ja noch nicht so lange, wie wir nicht das Tool haben, um damit irgendwas zu machen. Da wir sollten erstmal versuchen, den Tresor zu öffnen. Da bin ich auch der Meinung. Wir müssen irgendwo das Tool bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das in dem Tresor drin ist. Aber wie kommen wir da rein? Wir haben hier unten die Notiz mit 9 Links. 9 Links. 11. Moin Dark Moon. Wer in einem Stück Pfannkuchen erstickt, krepiert. Krepiert, oh Gott. Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Aber warte mal, wir hatten... Das Ding ist, mir fällt ein, wir hatten schon mal so einen Brief. Das ist nicht der erste mit 9 Links und 10... mit 11. Oder habe ich... Oder habe ich gerade einfach nur dieses... Wie kriegen wir den Tresor auf? Wie kriegen wir den? Vielleicht muss man die Notizen kombinieren. Oh, was haben wir denn hier? Habe ich das gelesen gehabt? Ja, habe ich gelesen, ja. Ja. Okay, das ist neu. Warte mal, vielleicht können wir noch irgendwas klein sägen. Das haben wir auch gemacht. Boah, du, keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. Kannst du die mal abfotografieren? Boah. Links 11 Punkt Punkt Punkt. Wir haben bei den stehenden Uhrzeiten 9 11